Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Final Fantasy VI Pixel Remastered. Ja, ich weiß nicht mehr, was wir letztens gemacht haben, aber ich werde diesmal, wir haben ja zwei Dinge, haben wir eigentlich noch. Wir haben diesen komischen Magierturm noch. Den könnten wir mal angehen, oder wir gehen die Phönix, ich werde die Phönixhöhle, glaube ich, angehen. Komm, machen wir das mal, ja. Ich weiß nicht, ob das gut ist, das jetzt schon zu machen, ich habe keine Ahnung. So. Aber da müssen wir auf jeden Fall, wir müssen... Ach, es sind ja eh nur zwei Gruppen. Okay, da kann ich eh die guten dann mitnehmen. Also nehmen wir auf jeden Fall mal einmal Terra mit. Nehmen wir Terra mit. Cyan kommt in die andere Gruppe. Bei wem haben wir denn sonst? Sabin kommt dahin. Celeste kommt in die andere Gruppe. Rel mag ich nicht. Setzer kommt von mir aus hierhin. Gau brauche ich nicht. Pff, voll fies eigentlich. Gogo habe ich auch nie verwendet. Ja, komm, dann packen wir Shadow dahin. Ich weiß jetzt nicht, Edgar hier und Strago. Habe ich jetzt noch nie wirklich verwendet. Aber komm, wir nehmen Strago. So. Zack. Gut. Schauen wir mal, ob das eine gute Idee ist. Ich habe keine Ahnung. Aber wird sich rausstellen. Ja. So. Jetzt haben wir natürlich mit der L-Taste wird zwischen den beiden Gruppen gewechselt. Das ist schön. Erstmal müssen wir uns aber richtig ausrüsten. Komm, ich sage jetzt einfach bei allem mal alles ablegen, hätte ich gesagt, oder? So. Auch bei denen, die wir nicht mit haben. Würdest du bitte auch alles ablegen? Gut, geht natürlich nicht. So, jetzt glaube ich, hat keiner mehr was, oder? Außer der Yeti und da kann man das nicht ändern. Okay, gut. Ja. So, dann schauen wir mal hier. Ausrüstung fangen wir hier an. Optimieren, optimieren, optimieren und optimieren. Gut, Sabin ist sehr gut, wie es aussieht. Moment, dann machen wir bei ihr mal, Terra ist unsere Magierin, also sollten wir vielleicht hier irgendwie so Giftblind, Stein, Toxinblind, Konfus und Berserker. Ja, komm, weißer Umhang klingt nicht schlecht und was haben wir denn da noch Schönes? Und eine Schleife, ja genau. So. Sabin braucht irgendwas zum Schlagen. Ja, hat der, da könnte man eigentlich, eigentlich müsste man bei Sabin... Bewahrt vor Todesmagie, Stein und Zombie. Barriere-Ring haben wir viel. Okay. Oh, ja, ja, komm, Hermesstiefel, hast es nie schlecht. Andachtsring. Konfus und Berserker würde wahrscheinlich gar nicht mal so blöd sein, wenn wir da ihn... Ja, komm, bekommt er den da. Warte, ich wechsle mal kurz das Team. Jetzt muss ich mal schauen. Nein. Mit dem L? L ist... Das ist L. Ja, wow. Ich bin zu schlecht. So. Ich glaube, dass wir Strago auf jeden Fall mal das Doppler-Ei geben werden. Die Vita-Route nicht. Du bekommst ja, die Magie-Route. Und hier auf jeden Fall das Doppler-Ei, weil du ganz schlecht bist, was Level betrifft. So, aber jetzt erst nochmal wieder auf die andere Truppe, weil jetzt machen wir die mal fertig. So. Gut, Gladius, Kristallschild und du, puh, ja, weiß ich nicht. Jeder Schritt regeneriert einige LP, das ist sicher nicht schlecht. Halbiert die MP-Kosten. Goldspange, ganz ehrlich, Goldspange bekommt Terra. Statt der Schleife, hätte ich gesagt, bekommst du die Goldspange, weil halbiert MP aller Zauber ist ja auch nicht schlecht, oder? Wobei Setzer ja eigentlich nichts kann, ne? Da war ja was. Erlaubt einen 4er Serienangriff. Gut, wir könnten Setzer eigentlich... Ach doch, warte mal. Setzer, da haben wir Gladius und da bekommt Setzer noch die... Was war das? Genau das. So. Genau das, das war bei Setzer, ne? So. Gut, dann bekommt Edgar... Ja, die Genji-Fäustlinge sind schon auch nicht schlecht, weil da kann ich eine zweite Waffe verwenden. Lässt seinen Träger eine Waffe zweihändig führen. Erhöht den Reflex und Magiereflex. Ja, komm, machen wir mal Reflex. Was das auch immer genau ist, weiß ich gar nicht so genau, aber naja.
und physische Angriffe treffen immer. Ja gut, schauen wir uns das mal an. So, dann haben wir die noch nicht ganz, weil wir müssen natürlich jetzt bei den Fertigkeiten natürlich auch die Esper noch ausrüsten. So, jetzt muss ich nur schauen, dass die ganzen abgelegt werden von den Leuten. So, weil das geht natürlich nie mit alle ablegen, das ist ein bisschen doof. So, Terra bekommt dann einfach, genau, du kannst eh gleich Odin behalten, das passt ganz gut. So, Sabin, du bekommst, oh, Sabin hat ja irgendwie alle schon. Ja, du bekommst Lakshmi. So, Setzer, du bekommst, Midgar Sommer, ja. Und Edgar kann Katepleppus bekommen. So, okay, gut. Ja. Dann, anderes Team, müssen wir auch ausrüsten. Es tut mir furchtbar leid. So, einmal kurz alle optimiert ausrüsten. Also der hat, ach verdammt, der hat ja schon die Magierroute, genau. So, Stein und Zombie. Ja komm, du bekommst doch die Schleife, weil du bist zu schlecht, Strago. So, was haben wir dann noch? Zyan. Ja, das ist leider immer echt, So, du wirst LP regenerieren. Das dauert leider immer ein bisschen. So, erhöht die Wahrscheinlichkeit des Präventivschlags. Ist sicher auch nicht schlecht. So, du... Ja, komm, ich nehme jetzt... Ich habe keine Zeit, dass ich so lange schaue hier. Das ist ja... Ja, komm, du bekommst zwei Ohrringe. Was bringen die Ohrringe nochmal? Magie. Ja, Celeste, du bist eher eine Magie-Dame. Das ist okay. So, du bist ein Krieger, du bekommst Genji-Fäustlinge, damit du zwei so tolle Sachen bekommst. Genau, so. Hier wäre eigentlich dieses andere Ding auch noch cool. Ja, komm, Signalohrringe, damit wir keine Einkesselungen haben. Gut. So. Ja, dann Fertigkeiten. Esper, schauen wir mal, was wir da noch übrig haben. Karfunkel ist eine gute Idee. Celeste bekommt dann, Alexander. So. Shadow hat... eh noch gar nichts gelernt, also der kann da hier gleich mal und Strago hat, ja, Strago hat sowieso überhaupt noch nichts gelernt. Gut. Ja, dann gucken wir mal rein da. Ich bin gespannt. So, weil das Tolle dran ist jetzt, wir müssen jetzt hier immer und so in Teams und Gruppen weiterhandeln. So. Einmal rein da. Oh, na toll. Genau, und diese Stacheln, glaube ich, die tun ein bisschen weh zumindest. So. Das ist die Frage. So, das sind mal Gegner. Schauen wir mal, was wir da überhaupt alles können. So, Shadow. Nee, Shadow greift einfach an, hätte ich gesagt. So, Celeste. Vielleicht so ein bisschen Eis. Ra. Haben wir Eis gar auch? Nee, nur Eis Ra. So. Genau, und da gibt es Phantomschwerter, spalten alle Gegner. Ist das gut? Ich probiere es mal. So, Kunde. Oh, ja stimmt, und irgendwer muss ja auch heilen. Aqua-Atem. Ah, das könnte hier ganz praktisch sein. So. Shadow greift weiter an und Celeste muss ja eigentlich heilen. Verdikt. Schlitz. Daneben. Das hat gut funktioniert. Dachte ich mir fast, dass das nichts wird mit Verdikt. Aber gut, müssen wir was anderes nehmen. 4 gezielten Hieben auf alle Gegner, das passt. So, Aqua-Atem. Ja, ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Hier. So, Schlitz. Guck mal, wie gut Zyan ist. Ja, und Shadow ist auch gut. Finde ich, ja, das passt, komm, das passt schon so. So. Falscher Knopf. Moment, hier geht's. Ich muss jetzt gucken, wo ich überall hinkomme. Okay, da komme ich nirgends hin. Ich will natürlich alles mitnehmen. Ist auch klar, ja. Okay, Drachen und so Sachen. Okay. Oh. So, wie viel kostet der zu einem Vitra für Celeste? Oh, verdammt. Na toll, jetzt sind da wieder zwei so komische Klubbels, die da vom Aqua-Atem geheilt werden aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Ja, toll. Sollte ich vielleicht nicht auto-battlen. Ist keine gute Idee. Desaster, oh mein Gott. Hilfe. Oh, er fliegt. Ist das jetzt so schlecht? Kamikaze opfert das eigene Leben. Nee, lieber nicht. Lässt einen Steinschlag auf Gegner herabprasseln. Nee, auch nicht. Okay, also Strago ist leider echt noch ein bisschen nutzlos. Das
tut mir furchtbar leid. Ich kann es leider jetzt nicht anders sagen. Da müssen wir hier mit Eis arbeiten. Was ist denn da passiert? Oh, warum ist Tyrann ein Zombie? Warum ist Tyrann ein Zombie? So, Strago hat Vita und Analyse gelernt. Na, immerhin. Ah, Shadow ist, ja, okay. Cyan ist hier vergiftet, das ist okay. Genau, so, dann einmal kurz hier die Fertigkeiten von Shadow, vielleicht eine andere. Machen wir mal Sirene rein, so. Da war ich ja schon. Ich gehe mal da hoch, schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Ich bin übrigens noch leicht verschnupft. Ja, wundert euch wahrscheinlich. Hört ihr wahrscheinlich eh. So. Gut, okay, Eis alleine ist schon echt stark. Und ich glaube, bei Celes wird sogar reichen, wenn die nicht Vitra, sondern Vita macht, oder? Eis alleine! Ja, doch, ein Tausender ist auch. Habe ich schon erwähnt, dass ich ein bisschen verschnupft bin? Also nicht wundern, falls ich ein bisschen... manchmal ein bisschen nasal rede, ja. It's this time of the year, ja. Das ist so furchtbar. So, Strago hat wieder was gelernt, das freut mich sehr. Ah ja, schön. Rasierschwinge erhalten. Ach, jetzt sind wir wieder da, okay. Gut, dann würde ich... Was ist eine Rasierschwinge? Immer kurz gucken, was das alles Schönes ist. Ein Boomerang, der einen Gegner mit einem Wurf außer Gefecht setzen kann. Das ist ja schön. So, ich gehe da jetzt wieder nach unten. Präventivschlag. Ach, ich liebe es, wenn diese Sachen ausgerüstet sind. Ist so schön. Ich glaube, Celeste müsste eigentlich gar nicht heilen, sehe ich gerade. Weil wir dauernd Präventivschläge machen. Ah doch, Shashmi. Oh, wow. Was? Naja, das war so ein Demi-Angriff, also so ein Gravitas-Angriff. Ja, leider hat Celeste das Vita schon reingekloppt, bevor Cyan verletzt wurde. Ist leider nur ein bisschen das Problem. Aber beim nächsten Mal dann, ne? Cyan, bekommst du beim nächsten Mal deine blaue Heilung. So, Vita. Vita meinte ich. So, okay. Schlitz, 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 Schlitz. Super. Shadow hat wieder was gelernt. Das geht ja eigentlich ganz flott dahin. So. Ich gehe nämlich jetzt nach unten, weil wir da hinten ja noch diesen einen, genau den Weg haben wir ja noch nach oben. Genau, jetzt habe ich mir diesen Stachelweg gespart. Was ist denn das? Tausend Nadeln. Oh mein Gott, tausend Schaden. Ich hasse tausend Nadeln als Angriff. Sollte ich vielleicht bei Celeste dann doch Vitra reinpacken? Also Vitra. So. Auf ihn jetzt, hätte ich gesagt. So. Oh, Grinsen. Was ist denn die so Grinsen? Oh, oh. So, Strago ist fast tot. Aber er ist auch tot. Okay, gut. 1000 Nadeln gelernt. Cool, wer hat 1000 Nadeln gelernt? Strago oder was? Moment. Ja, cool. Gut, aber es kostet 50 Magiepunkte. Das ist schon fast ein bisschen zu teuer. So, Shadow macht eh sonst... Oder Shadow? Nee, wer macht jetzt keine Zauber? Shadow greift ja nur an, oder? Haben wir gesagt, genau. Ja, weißt du was? Dann mach hier mal kurz eine Menüheilung. Warum habe ich Shadow eigentlich nicht... Ja, warum habe ich die Leute eigentlich generell nicht geheilt? Genau, was ich sagen wollte, ich habe mir jetzt diese Stacheln gespart. So, da komme ich nicht durch. Okay. Ah ja. Okay. Aber das bringt jetzt nichts, weil ich komme ja da. Dö. Ja, das ist... Wie so ein Hinterhalt. Und ich sehe gerade, ich bin doof. Ich darf ja hier... das ist ja die andere Truppe. Ich Idiot. So. Was war bei Blitz jetzt Phantomstoß, ne? Genau. So, ich muss hier aufpassen. Das ist ja die andere Truppe. Ich bin so ein Idiot. So, Vitra vielleicht auf.
Ich habe keine Ahnung, wie Setzer das jetzt überlebt hat, aber gut. Irgendwie hat es überlebt. Dann machen wir mal auf alle. Warum ist Edgar eigentlich versteinert? Oh, wow. Ja, das ist richtig gut. Aber warum ist Edgar... Habe ich Edgar etwa so ausgerüstet, dass er versteinert wird, oder was? Okay, nee, habe ich nicht. Keine Ahnung. Gut, aber wie gesagt, das bringt hier noch nichts. Die Truppe, also ich habe keine Ahnung, das bringt also auch nicht wirklich was. Wo komme ich da dann weiter? Kann ich da darunter? Na toll, Shadow ist ein Zombie. Na super. Das kann ich ja jetzt gar nicht gebrauchen. Schirmspirale. Zombie-Route. Na toll. Jetzt ist der nächste ein Zombie. Was ist eigentlich... Hä? Was ist denn jetzt los? Irgendwie... Ich hab die Kontrolle über den Kampf verloren, wie es aussieht. Habe ich da überhaupt Allheilmittel? Ne, da habe ich ja irgendwas Tolles, ja, sowieso, oder? Destrux, Telepokögel. Hatte ich da nicht irgendwie so diese... Ach, Weihwasser, genau. Kuriert Zombie. So. Ja, dann hier nochmal Zombie kurieren, so. Ist der verwirrt auch noch? Ich bin jetzt ein bisschen überfragt. Irgendwas ist da ganz komisch. Ach Gott. Ach, der ist gestoppt auch noch. Diese Gegner, ne? So, Shadow, bitte angreifen. Komm, mach mal Blitzraff. Ja, gut, geht. Aber ist gar nicht mehr so viel stärker wie nur Blitz. Also nur Eis zum Beispiel. Also weiß ich nicht, muss jetzt nicht unbedingt sein, oder? Die sind ganz schön nervig, diese Gegner. Gut, weil Zyran auch gestoppt ist irgendwie. Heieieiei. So, könnte jetzt zumindest mal bitte einer dieser drei Typen tot werden. Graviga, oh mein Gott. Richtig fies, wow. Warum wird der irgendwie ausgerottet und dann wieder irgendwie nicht oder so? Keine Ahnung, das ist ganz komisch. Ja komm, hör. Echt jetzt. So. Marcel ist ja richtig zu heilen, ausnahmsweise mal. Ach Mensch, hört auf mit dieser blöden Zombie-Route. Boah, ich hasse es. Warum sterben die nicht einfach? Was ist mit denen los? Irgendwas ist da ganz komisch mit denen. So. Ich meine, kurz mal... wieder geheilt, danke. Muss ich die beide gleichzeitig töten oder irgendwie sowas? Kann das sein? Ich glaube, irgend sowas ist hier wahrscheinlich zu tun. Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Ich probiere das mal. Komm, 1000 Nadeln, go! Ich weiß gerade nicht irgendwie, was mache ich eigentlich gerade? Ja, Gott sei Dank, sie sind tot. Ich habe keine Ahnung. Also das... Was war das jetzt für ein Kampf? Okay, Shadow hat sehr viel gelernt. Strago hat auch ein bisschen was gelernt. Und wir sind alle fast tot. Das ist... Wow. So. Nein. Ich wollte eigentlich auf Magie. So, jetzt haben wir bald keine Magiepunkte mehr. So, jetzt haben wir keine Magiepunkte mehr. Shadow hat aber Sirene ausgelernt, das bedeutet, du bekommst jetzt Cave Sif. So, Cyan muss hier die Coolness wieder ablegen. Bitte einmal Augentropfen ran. So. Und hier kurz Strago ein bisschen geheilt. Aber ich komme hier auch nicht weiter. Das war jetzt sau doof. Hat nämlich richtig wehgetan. Aber wo komme ich da dann? Hä?
Jetzt bin ich verwirrt. So. Bei ihr vielleicht eher nicht, eher bei Tyran. Der greift ja auch hier nur mit. Ja, ich hätte da über die Stacheln nicht drüber laufen sollen, war doof, ist mir klar. So. Ach, da komme ich noch. Oh Gott, ja, das hätte ich. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Okay, das war jetzt ein bisschen blöd. So, hier natürlich gleich wieder ein Hinterhalt, ist eh klar. So, aber hier gleich mal mit Blitztech Phantomstoß. Das sollte ja unumstößlich der Sieg sein. So. Sollte Terra vielleicht wirklich die Heilung übernehmen? Ich glaube, blöd wäre das, glaube ich, nicht, oder? So, der bleibt tot, da bin ich froh. Setzer greift an. Und hier machen wir den Bohrer vielleicht. Oder Axillator. Nee, machen wir Bohrer. So. Gut, richtig gut ist dieser Angriff zwar jetzt nicht, aber... Autsch. Aber dafür ist Bohrer ganz gut. Also das ist die Truppe, die so richtig gute Single-Angriffe hat. Gut, ich meine, schlecht ist es jetzt auch nicht, ja. Ist schon gut. Sieht nur schlecht aus. So, okay, Weihwasser, wunderbar. Gut, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mir natürlich einiges erspart hier. So, dann müssen wir einmal da nach unten. Ja, ist eh klar. So, ja. Attacke! Nein, oh, nicht Runik. Verdammt, warum habe ich jetzt Runik gemacht? Nein, sie ist gestoppt. Das ist ganz schlecht. Also wenn unsere Heilerin gestoppt ist, das ist ganz schlecht. Vor allem, warum ist die... Kann ich Stopp irgendwie auflösen? Stein, Kobold, Stumm, Blind, Sturz und Gift. Nee, kann ich nicht auflösen. Das ist... Oh. Okay, gut. So geht's natürlich auch. Ich merke gerade, ich habe hier definitiv ganz seltsame Sachen im Auto-Battle. Könnte natürlich... Ja, 1000 Nadeln ist viel zu teuer. Ach, Blitzra. So, hier vielleicht nicht Verdikt, sondern Rausch. Warum? Hä? Was war das jetzt gerade? Hat Strago jetzt Celes angegriffen? Irgendwas war da ganz seltsam. Gut, heilen müssen wir jetzt noch nicht. So, dann einmal wieder Truppe wechseln. So, sehr schön. Und die Kiste da oben holen wir natürlich. Leer. Freut mich ja sehr. Leere Kisten, wunderbar. So, die Truppe sollte Auto-Battle-mäßig noch ganz gut bestückt sein, glaube ich. Ja. Genau, das ist die Truppe mit den starken Kämpfern. Ja, doch, ist schon echt ein gut. Alter, ist der ist richtig gut auf diese Viecher. Richtig. Ach Gott, Graviga ist natürlich böse jetzt. Weil Graviga zieht 3/4 der HP ab. Oder so irgendwie. Ja, da muss ich jetzt fast heilen. Muss ich jetzt fast Menü heilen. Aber das Gute an der Truppe ist, dass ich... Oh, Sabin hat... Okay. Das Gute an der Truppe ist, dass ich da definitiv... weniger habt, die Magie brauchen. Sabin zum Beispiel braucht keine Magie, also da kann ich super Menü heilen. Überhaupt kein Thema. So, warum war die Kiste da oben jetzt leer? Das finde ich voll die Frechheit. So, wo sind wir hier jetzt? Untergeschoss. Ich gucke mal in die Richtung. Ah, mehr Kisten. Sehr schön. So, Präventivschlag. Go. Ich hätte mich eigentlich gar nicht ganz heilen müssen, merke ich gerade. Weil... Terra ja eh eine Vitra macht am Anfang. Gut, kann ich den Kampf nutzen, um ein bisschen Tee zu trinken. So, wie sieht's aus? Sehr schön. Ach, ich mag das, wenn die so toll angreifen. Ist Vitra fast ein bisschen zu viel des Guten, oder? Irgendwie.
Edgar hat Bio gelernt. Schön, das bedeutet, nein, müssen wir noch nicht. Ist die auch leer? Natürlich ist die auch leer. Wieso sind die Kisten alle leer? Ah ja. Okay, das verschwindet gar nicht, aber dann könnte ich jetzt ja, glaube ich, mit der anderen Truppe, oder kommt die da? Ja, müsste noch hinkommen. Ich könnte natürlich Vitra einfach immer auf alle zaubern. Das wäre, glaube ich, noch klüger, oder? Der kostet ja auch nicht mehr und wir brauchen es ja nicht wirklich, dass ich, das wollte ich sagen, wir brauchen es ja nicht wirklich, dass Einzelne so hoch geheilt werden. Oh nein! Was? Oh Gott, jetzt sind wir wieder Zombies. Ich hasse es. So, Edgar, kurz mal entzombien. Weihwasser habe ich ja genügend, so ist ja nicht zum Glück. Eieiei. So, ja. Oh, hat das nicht funktioniert? Jetzt hat die immer noch Zombie. Hä? Okay. So, okay, Edgar hat Versteinerung gelernt. Ich weiß gar nicht mehr, was Zombie nochmal war. Irgendwas... Oder waren die nicht Zombie, sondern nur vergiftet? Das kann auch sein. Ich sollte vielleicht die Items ein bisschen sparen. So, wo kommen wir da hin? Jo, Präventivschlag. Go! So, weil wir sind nämlich alle voll mit einem Gruppen Vitra. Ja, gut. Aber wir müssen mit Phantomstößen arbeiten, damit die auf jeden Fall... Oh, ich sehe gerade. Okay, wow, das ist richtig gut. Setzt er da also gegen die Pflanze? Die ist trotzdem kaputt. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich beschwere mich mal nicht. So, Setz hat tolle Sachen gelernt und... Oh. Und ich werde es nie lernen, dass das Esper unter Fertigkeiten. Ich finde es so schade, warum man nicht einfach da links einen eigenen Menüpunkt Esper macht. Ja. So, Walliger Mann gerade Dingens da. So, eine weitere Kiste, die ist wahrscheinlich auch leer. Natürlich ist die auch leer. Wahrscheinlich wäre der Witz dran, ich hätte gar keine Kiste öffnen dürfen oder so. Irgendwie, dann hätte ich alles bekommen oder keine Ahnung. Wer weiß, wer weiß. Ja, warum sonst die Heilung? Wow, richtig epischen Schaden auf die Blume. So, Phantomstoß ist ja auch so episch gut. Nö, der ist normal gut. So, wird jetzt irgendwas kaputt von denen? Ja, zumindest einer. Okay, dann ist der andere das nächste Mal dran. Passt. Jetzt mit Phantomstoß. Super. Okay. Seven hat Elemy gelernt. Okay, gut. Ich glaube, wir brauchen hier jetzt die andere Truppe wieder. Ist aber okay. Weil wir können ja hier noch weiter nach unten. So, weil jetzt müssten wir da ja drüber springen können. Hui. Wow. Athletisch. So. Eieiei. So, einmal kurz. Jetzt habe ich. Stimmt, ich habe hier die falschen Auto-Battle-Dinge drin. Das vergesse ich immer. Ja, hau auf Vitra auf alle. Aber das passt. Rausch müsste passen, ja. So. Gut, aber das dauert hier natürlich länger. Wow, Blitzreißer, richtig gut. Strago, was ist denn los? Hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Bei Celes ist auch das Vitra viel besser als bei... Oh Gott.
Ach, ja, hat der, stimmt. Shadow hatte diese Todesklinge drin und das hat bei den anderen Viechern nie funktioniert. Das war das Problem. So, ich bin da einfach mal so. Natürlich ist die leer. War irgendwie fast klar. Ah, und ich sehe schon. Nach draußen begeben. Nein, warum soll ich? Ich sehe schon, wenn ich da einmal drauf drücke. Okay. Ah ja. Ich hätte da vorher hochgehen sollen, glaube ich, oder? Verdammt, egal. Die Kisten sind eh alle leer. Also, wobei, wenn die Kisten alle leer sind, hat die vielleicht dann hier Lock schon geholt? Ja, dass der hier zu finden ist? Bin mir nicht sicher. Ich glaube, der ist ja hier zu finden, oder? So. Jetzt hoffe ich nur, dass ich nicht irgendwas verpasst habe. Wobei ich glaube, dieser komische Knopf da oben, da kann ich wahrscheinlich dann die andere Truppe nochmal irgendwie reinholen oder so. Schauen wir mal. Da ist ja so ein Knopf noch. Okay, da drüben. Ja, dachte ich mir fast. Okay, so einmal kurz nach oben. So. War ein bisschen unnötig, aber nicht arg unnötig. So, Blitzer, okay. Passt, sehr schön. Viermal geschlitzt, passt auch gut, sehr schön. So. Das nehmen wir natürlich mit. Also wir werden einmal kurz zelten. Ist klar, ne? Ah, wo sind denn die Zelte? Die sind ja ganz oben eigentlich. Da, Zelt. Ich habe sehr wenig Zelte, muss ich sagen. So, dann bin ich hier auf jeden Fall mal voll und wir speichern natürlich. Einmal kurz da. So. Wo komme ich da jetzt hin? Okay, da ist... Ah ja, okay. Keine Ahnung, was sich da jetzt... Irgendwas im Wasser hat sich da jetzt bewegt. Autsch. Okay, die machen diese 1000 Nadeln nur, wenn ich physischen Angriff mache. Also die haben ein Problem mit physischer Gewalt, oder was? Aber das ist natürlich... Ja, das ist... Ja. Pech gehabt. So, stirb bitte, danke. Ich kann da unten was umdrehen, aber ich kann ja sowieso nicht ins Wasser rein. Da muss ich hier das Wasser erst irgendwie ablassen. Ist wahrscheinlich hier jetzt, oder? So. Aber ich finde das cool, diesen Dungeon, dass man den irgendwie so mit zwei Truppen machen muss. Das ist schon ganz cool. So flattern, oh mein Gott. Oh mein Gott, nein, ach, das ist wieder irgendwie so ganz viele lustige... Oh, okay, ja. Countdown zum Tod, ist okay. Strago wird zu erleben, ich hoffe, dass wir die vorher... Shashmi, oh. Ich hoffe doch, dass die vorher tot werden, oder? Alter, wie viel halten die aus? Würdet ihr bitte sterben, bevor Strago stirbt? Ach, weil Strago ja gar nichts mehr machen kann jetzt, oder wie? Doch, er macht doch seinen Blitzer. So, stirbst du bitte, Vogel. Danke. Und du bitte jetzt auch sterben, danke. Okay. War doch ein bisschen knapp. So, und Cyan hat was gelernt. So, einmal kurz den Esper austauschen. Bismarck, so, wunderbar. Ah ja, jetzt ist das ganze Stachelfeld da oben. Einmal die Gruppe umgeschalten. Ich hätte da so natürlich auch rüber gekonnt, aber ich will doch nicht meine armen Charakter hier so kaputt machen. Ja? So. Also der Phantomstoß ist richtig cool. Gravitas. Wow.
Ach nee, jetzt bin ich schon wieder ein Zombie. Ich hasse Zombie-Status. Ich weiß zwar gar nicht genau, was der kann, aber ich hasse ihn trotzdem. So, stirbst du bitte einfach, danke. Sehr schön. Ich dachte immer, dass man als Zombie keine Erfahrungspunkte bekommt, aber irgendwie ja doch. So, einmal Weihwasser. Ich habe keine Ahnung. So, Edgar, du bist der Bohrermann, ne? So. Was gibt's denn hier noch? Ja, dann gucken wir da mal nach unten. Weil wir müssen das Wasser ablassen. Okay, was ist denn das jetzt für ein... Ach Gott, echt? Oh, das ist so lustig. Guck mal, ich habe da so viel Steuerungsmöglichkeiten. Es hilft auch nichts im richtigen Moment zu drücken, ja? Also ich springe einfach immer in die Richtung, die vorgegeben ist. Es sieht so aus, als wie man mal voll die Freiheiten hätte, hat man aber nicht, ja? Ja, super. Teil den Schaden ruhig auf. Das ist grundsätzlich okay, aber bringt nur nicht viel. Na toll, jetzt ist Setzer. Super, jetzt ist Setzer ein Zombie. Oder? Nee, ach, die sind nur vergiftet. Das ist kein Zombie-Status, das ist nur vergiftet. Bei vergiftet bekommen die auch so ein komisches pinkes Face. Okay. Phantomstoß und tot. So, schön, Sabin hat was gelernt. Das freut mich sehr. Jetzt muss ich gucken, dass ich auf jeden Fall... Genau, Artoxy. Das so, weil ich muss nämlich... Ah, und übrigens hier. Esper. Haben wir denn überhaupt noch eine? Boah, Sabin ist richtig. Wer hat denn den Valigamander ausgerüstet? Setzer. Okay, gut. Dann muss leider Setzer jetzt einen anderen nehmen. Ja, nimmst du Lakshmi? Auch okay. So, na toll. Ist hier irgendwo rein? Ich gehe mal die Richtung. Ne, ich gehe nicht die Richtung, ich gehe die andere Richtung. Ich gehe die Richtung. So, weil das ist eine Kiste, die wahrscheinlich auch wieder leer ist. Natürlich ist die auch wieder leer. Es sind alle leer, die Kisten. So. Heieiei. Ja, es dauert alles natürlich eine Weile, weil müssen immer gleich 5 von diesen lustigen Dingern sein, aber naja. So. Und warum, dass diese Kisten alle leer sind, weiß ich nicht. Aber vielleicht bekommt man am Ende dann was, wenn man alle leeren Kisten geöffnet hat. Ich kann mich da nicht mehr ganz dran erinnern. Und ich habe es ja damals am Super Nintendo schon gemacht. So, ich glaube, das ist zum Wasser ablassen, oder? Ja, Glück, 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 Glück. So, wahrscheinlich ist jetzt unten die Lava, wird jetzt wahrscheinlich zu Stein, oder? Das habe ich mir fast so gedacht. Gut, okay. So. Boah, richtig fies 1000 Nadeln reingepfeffert. Hilft auch nichts, weil ich heil schon wieder. Ja, so läuft das nämlich. Nein, nicht so. Och, Mensch. Edgar ist wieder ein Zombie. Ja, was denn sonst? Scheiß Nekromanten. Ja, das passt ja. Edgar hat tot gelernt. Das passt ja gerade richtig. So, okay.
Achso, und du musst eh den Esper auch wechseln. Dann nimmst du jetzt Phantom. So, jetzt ist die Frage. Ah ja, okay. Moment, ich kurz orientieren. Eieiei. So, ja. Aber spannendes Konzept. Immer so hin und her. Ja gut, dass der Todesschlag funktioniert natürlich nicht. Muss ich jetzt Shadow einmal kurz ein bisschen bänden? Alter Flair, du musst mich doch verarschen. Was ist mit dir los? Stirb bitte einfach, okay? Wäre das okay? Nekromant? Einfach nur sterben? Danke. Shadow hat Kobold gelernt. Was für eine Freude. So, wie war das hier nochmal? Okay, jetzt kann die nämlich hier durch. Was passiert eigentlich, wenn ich hier... Ach, ich kann da gar nicht stehen bleiben. Ach, wie trickreich. Okay, jetzt sind hier sehr... Ein... Drache? Ich hole mir vorher die Kiste Drachenhorn. Ja, die ist leer. Das weiß ich. Was kann das Drachenhorn? Ein Horn, in das die Seele eines Drachenritters gefallen ist, ermöglicht eine Sprungserie über das Kommando Sprung. Gut, ganz ehrlich, ich glaube, dass ich den Drachen hier easy schaffen müsste, weil das ist eh die Truppe, die richtig gut ist. Ja, komm, Drache. Das ist nicht der Drache. Aber zumindest ist ein Präventivschlag, ist auch was Schönes. Aber schon alleine der Phantomschlag, also ganz ehrlich, der Drache, das ist... Oh, ich sehe schon, wir werden wahrscheinlich wieder... Was, keine gestorben? Was ist denn da los, Frechheit? Wow. Terra, es wird Zeit. Na, super. Oh, guck mal, Edgar ist wieder zum Zombie geworden. Ich habe gerade etwas großkotzig geredet, dass der Drache sowieso kein Problem ist. dann wäre ich beinahe jetzt bei diesem Kampf gestorben. Ich bin ein bisschen, ja, weiß ich nicht. So. So, jetzt aber. Drache. Ja, das ist jetzt der Drache. So, go! Verdammt. Ich glaube, ich habe bei Edgar jetzt nicht den richtigen Angriff drin, oder? Ja, Edgar hat nur einen normalen Angriff. 1500. Müssen wir mal schauen, ob der andere überhaupt besser ist. Aber ich glaube schon, dass der Bohrer eigentlich besser sein müsste. Aha, daneben, Trottel. Noch lache ich, aber wahrscheinlich wird er länger lachen, befürchte ich. So, schau mal, ist der Bohrer stärker? 1500? Ja, definitiv. Okay. Feuerball! Ey, der hat sich den Namen dieses Angriffs bei James Bond geklaut. Eieiei. Oder was, umgekehrt? James Bond hat sicher bei Final Fantasy geklaut, garantiert. Ja. Gut, so viel zum Thema der Drache. Schwierig, ne? Tschüss, Drache. Es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. So. Noch vier der gefürchteten 8 großen Drachen treiben ihr Unwesen und ich habe irgendwas Cooles bekommen. Amenomuruka. Von diesen Katana erzählen domanische Legenden. Ja, wer kann das nehmen? Zyan, das ist schön. Dann werde ich doch Zyan gleich dieses Ding geben. Was machte Zyan eigentlich immer? In der Truppe? Ach ja, der macht die 4 Angriffe, ne? Okay, alles gut. Ausrüstung. Sehr schön. So, was kann ich mit der Truppe jetzt eigentlich Schönes machen? Ich kann da...
Warum soll ich sowas machen? Ich habe keine Ahnung. So, Terra ist jetzt, wurde pink? Weiß ich nicht, ist die jetzt langsam oder so? Ich glaube, ne? So, was machen die? Ach, da müssen dann beide draufstehen, oder? Vermute ich mal. Okay, ja komm, machen wir. Gehen wir hier mal in die Richtung. Schau mal, wo wir da hinkommen. Jetzt bin ich gespannt, wie gut das Türen jetzt ist. Autsch. Oh, Shadow ist fast tot. Shadow ist wieder geheilt. Lasst bitte Zyan mal zum Angriff kommen. Ja gut, ich glaube, das hatte er ja vorher auch, oder? Ist dieser Rausch überhaupt... Doch, das müssten eigentlich 4 Angriffe mit seiner normalen Stärke sein. Ich muss unbedingt bei Strago mal schauen, ob der schon irgendwas Besseres kann. Nö. Strago ist einfach ist nicht nutzlos. Der ist eigentlich ganz gut, weil der könnte richtig coole Sachen lernen von den Gegnern, glaube ich. Aber Celes hat Sanctus gelernt, immerhin. Ah, und Celes ist ausgelernt, immerhin. So. Ja, die kann ja auch schon alles. Ja, komm, machst du Fenrir? So. Wo kommen wir denn da jetzt überhaupt hin? Ach, da kommen wir jetzt da runter. Okay, ja gut, dann holen wir natürlich diese Kiste. Ist eh klar. Ah, schon wieder diese blöden Viecher. Blitzer! Ja, zumindest dieser... Oh, Strago ist ja doch gut. Oh, schön. Der hat das Vieh kaputt gemacht mit einem Schlag. Super Shadow. Boah, ich hasse es, wenn die Nase immer verstopft ist. Ja, Shadow ist natürlich wieder vergiftet. Eieiei. Shadow, das musst du schon lernen, mit Gift umzugehen. Ja. So. Ich glaube, dass man hier auch relativ gut trainieren könnte, oder? Nein, Strago ist eigentlich... Eigentlich wäre Shadow gar nicht mal so blöd. Nein, nicht Vita, sondern Atroxy. So. Schauen wir, was in der Kiste wahrscheinlich auch wieder leer, oder? Eine Schleife erhalten. So, da komme ich eh nirgendwo mehr hin. So, schaffen wir es diesmal, ohne vergiftet zu werden? Ding, die wäre sogar Blitzra auf alle ganz praktisch. Moment. Dann machen wir. Ich glaube, ich mache Blitzra jetzt generell immer auf alle. Bisschen Damage verteilen. So, das eine Ding ist tot. Schön. Och, wow. Könntet ihr bitte sterben? So, okay. So, komme ich hier jetzt hin? Ich bin total verwirrt. Ich habe keine Ahnung, wo ich da hinkomme. Ah ja. Stimmt, die waren ja ein bisschen stärker, die Gegner. Ich erinnere mich. Gut, wobei auch nur unwesentlich. Ach nö, nicht Desaster. Da haben wir wieder alle möglichen Statusveränderungen. Zyklon, oh mein Gott. Wird der immer... Oh, wow, wow, oh, oh, wow, das war... Oh, wow, das war... Das war ziemlich stark. So, zum Glück noch rechtzeitig geheilt. So, und du müsstest jetzt auch tot sein. Genau, sehr schön. Jetzt mache ich auch Folgendes. Jetzt laufe ich mit der Truppe trotzdem nochmal da zurück und stelle mich da hin.
Ach, ja, klar, ich muss da, damit ich da rüberspringen kann. Ja, okay, jetzt habe ich's geschnallt. Okay, alles gut. So. Juhu! So, was ist jetzt die gute Truppe eigentlich? Hey, die, oder? Ja. So. Ich habe keine Ahnung, wo ich mit beiden Truppen jetzt weiter muss. Ich laufe halt nur mit der. So. Natürlich. Ja, meine Lieblingsgegner wieder. Das dauert mit der Truppe jetzt natürlich ein bisschen länger. Wobei, naja, gut Setzer mit seinen 8 Schlägen. Wenn er es gut aufteilt, wäre es gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Edgar, glaube ich, macht wieder nur einmal. Nee, hat sogar sein Border noch drin. Okay, gut. Jetzt habe ich Setzer gerade so gelobt, aber irgendwie schafft er mit seinen Angriffen es nicht, diese Viecher kaputt zu hauen. Ist doch zu wenig Schaden. Aufgeteilt auf zu viele Gegner. So, aber jetzt hoffentlich, ne? Tod! Ja, wunderbar. So, oh, Edgar hat Gravitas gelernt und... Nein, ist noch nicht ganz ausgelernt. So, oh, ja, und es ist... Ja, es ist Lock! Ihr lebt alle. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe ihn. Den legendären Schatz, der die Seelen Verstorbener zurückbringt. Guck mal. Ein Magnet. Magnet? Bingo. Eine Legende berichtet, dass sich der Phönix einst in einem Stein verwandelte. Und sie ist wirklich wahr. Nur leider ist der Stein etwas rissig. Vielleicht hat er seine wundersame Kraft längst verloren. Als ich versagte, sie zu beschützen, verlor ich alles, wofür ich stand. Solange ich meinen Fehler nicht gut gemacht habe, ist mein Leben eine einzige Lüge. Na dann, worauf warten wir noch? Auf nach Kohlingen. Okay. Ach stimmt, da war ja was. Ach stimmt, ja, ja, genau, ja. Oh mein Gott, er ist ja hier. Das Dorf Kohlingen. Da im Keller, mit dieser Dame mit den Rosen, ne? Stimmt, und er will die ja... Er muss die ja wiederbeleben. Guck mal. Phönix. Sorry. Phönix? Geht nix, Phönix? Wäre er doch noch intakt. Die Risse haben ihm wohl seine Kraft geraubt. Was? 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 So ein Pech. Nee, nee, das geht schon. Guck mal. Das geht schon. Alles gut. Hast du das gesehen? Der Magnet ist zerbrochen. Oh nein. Aber dafür, sie wacht auf. Ja, sie wacht auf. Lock. Rachel. Oh Lock, wie sehr ich dich vermisst habe, wie sehr ich mit dir reden wollte. Rachel, der Phönix hat mir mit seiner allerletzten Kraft noch ein wenig Zeit geschenkt, doch schon bald muss ich für immer Abschied nehmen. Deshalb möchte ich dir jetzt sagen, was ich immer versäumt habe. Lock, du hast mich sehr glücklich gemacht. Als ich starb, erinnerte ich mich wieder und dein gütiges Gesicht erschien vor mir. Ich entschlief so glücklich, wie ich jeden Moment war, den ich mit dir verbringen konnte. Darum lass mich dir jetzt sagen, wozu ich nie eine Chance hatte. Danke, Lock. Rachel, meine Zeit ist gekommen. Ich danke dir für all das Glück, das du mir bereitet hast. Möge meine Dankbarkeit die Ketten sprengen, die dein gütiges Herz umschließen. Schenke deiner Liebe der, die du jetzt im Herzen trägst. Phönix, erhebe dich ein letztes Mal und verleihe deine Kräfte Lock. Okay, sie kann fliehen. Rachel!
Nee, sie transpiriert nur. Okay. Sie transformiert sich in... Oh, schönes Sprinkelzeug. Und es ist Phönix. Ah ja, der fliegt davon. Lock. Ist schon in Ordnung. Rachel hat dein Licht in mir entzündet. Von jetzt an wird alles gut. Lass uns lieber schnell aufbrechen. Wir haben schließlich noch eine Rechnung offen. Ja, super. Was hast du? Warte kurz. Okay. X-Potion erhalten, Phönixfeder erhalten, X-Ether erhalten, Elixier erhalten, Flammenschild erhalten, Schneid erhalten. Hätte fast die Schätze aus der Phönixgrotte vergessen. Kann es kaum erwarten, Kefka seine Abreibung zu verpassen und der Welt ihr Licht zurückzugeben. Okay. So, super. Ah ja, jetzt sind wir die beiden. Okay, und Locke ist zum Glück levelmäßig halbwegs gut da. Ja, aber wie es weitergeht, liebe Leute, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Das passt ja perfekt von der Länge her. Ja, genau. Mal kurz abspeichern und genau, wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Tschüss, Leute.